So, wollen wir jetzt ein bisschen Abwechslung haben? Ein bisschen? Oder? Was steht denn zur Auswahl? Ach, wir haben ja noch ein bisschen was. Ja, hau rein. Freie Wahl. Wir müssen ja immer noch zwei Sterne von vorhin abholen. Ah ja, stimmt ja. Das geht ja jetzt, ne, mit den Mützen. Ja. So. Letztes Level waren wir zuerst. Ach, ich glaube, das ist relativ egal. Oh, das stimmt allerdings. Kommen so, so beide dran. Ja. Dann machen wir erstmal das Geisterhaus fertig. Du? Immer diese Geister. Let's go. 111 ist der Rekord, gar nicht mal so schlecht. Ja. So, das heißt, wir müssen irgendwie nach oben. Das heißt, ich müsste irgendeine Tür nehmen. Nee, ich glaube, die war falsch. Du kennst dich wahrscheinlich ja auch überhaupt nicht mal aus, oder? Nee. Gut. Ich weiß ja nicht mal, wo du hin musst. Also selbst wenn ich mich auskenne, wüsste ich ja nicht, was du gerade machen musst. Da ist die Kappe. Siehst du? Da ist die Kappe. Bla, so. Wo die ist. Ja, die wird uns schon soft entgegengedrückt. Ah, jetzt. Passt. Und jetzt schnell. Schaffen wir das noch? Ja. Ah, locker. Locker. Und da ist das Auge. Ich kann gar nicht mehr in Erinnerung, dass es tatsächlich so groß ist. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Aber das war jetzt mal wieder ein Quickie-Stern. Das ist auch mal sehr gut. Abwechselnd. Ja. Auf zum nächsten. Damit haben wir eigentlich das Schloss. Buch haben wir abgeschlossen, ja. Dann fehlt ja jetzt eigentlich von den Alten nur noch. Oh. Piratenbucht. Ah, Diridocs. Wir kommen wieder. Ja. Lass dir ruhig Zeit. Das große Finale. Könnte man echt so bezeichnen, ne? Ja, für diese Welt auf jeden Fall. So. Ich glaube kaum, dass ich das innerhalb der Zeit schaffen werde mit dieser Kappe, aber ich probiere es einfach mal. Probieren geht über Studieren. Gibt es noch eine bessere Kappe? Nee. Also, ja. Damit ist es gemeint jetzt, ja. Es gibt noch eine Box, die, ja. Gut, ich sag dann auch, dass es theoretisch nicht zu schaffen ist mit der Kappe. Da muss ich also jetzt... brauchst du eine andere. Ach, da brauche ich die andere. Hinten war ja auch noch eine. Ist mir zum Glück im Gedächtnis geblieben. Na dann. Wo ist die denn? Kappe. Wieso wird der findet? Ach, da ist sie doch. Ich glaube, jetzt mit der wird es ziemlich knapp werden. Dong, 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 dong. Oh. Ja, es wurde ein bisschen knapp.
Ah, das ist easy. Konnten wir alle noch mal ein bisschen Musik genießen. Damit dürfte jetzt das erste gesamte Stockwerk fertig sein. Nice. Ja, dann bist du schon wieder am Suchten. Also, Statement. 3 Stunden sind wir jetzt? Wie weit sind wir? Weniger, oder? Stunde. Sind wir in einer Stunde? Passt. 53 Minuten. Ah, okay. Lass uns die noch voll machen. Ja. Danach muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich gerade einschlafe. Für die es nicht wissen, ich bin die Nacht wach geblieben, damit ich unbedingt... Als ich sie angeschrieben habe, glaube ich, 16 Stunden bereits. Mindestens. Genau. Und das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Weil ich unbedingt aufnehmen wollte. Nein, mit Conno, jetzt Mario und auch meine anderen Sachen. So. Na gut, dann entscheide gerade mal das letzte Level. Letzte Level? Ja, das letzte Level, was wir ja für heute machen werden, um die Stunde hier voll zu kriegen. Ja. Gehen wir gerade mal in die Giftgrotte. Machen wir jetzt genau. Lava? Oder? Nee, Giftgrotte und machen da das nächste. Gut. Mal sehen, was das nächste war. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß es im Moment auch nicht. Ich habe nicht gelesen. Weiß es auch nicht mehr auswendig. Dieses Stockwerk, das beginnt, da beginnt schon langsam. Lauf auf den Grund des Sees. Wir hätten die Kappe dafür gebraucht. Perfekt. Lauf auf den Grund des Sees. Sehr nice, ja, stimmt. Ja. Ist doch perfekt. So. Es geht ja schnell. Wir kennen ja mittlerweile den Weg zu Nessie. Ah. Ja. Die Brocken fallen ja, muss ich auch mal sagen, in die Richtung, wo man gerade ist. Das sind ganz gemein, die Dinger. Hopp. War hier die Kappe? Hier war die Kappe. So. Praktisch, dass hier unten der Weg eingezeichnet ist. Ich find diesen Metall-Mario finde ich ja super cool, dass der auch in den moderneren Games mit eingebunden ist. Oh. Also du hast jetzt zum Beispiel bei den neuen Mario Tennis oder so. Mario Partys, glaube ich, hast du den auch schon, oder? Metall-Mario, kann das sein? Ich glaube schon, oder? Liege ich falsch? Ich weiß, dass es in Super Smash Bros. Vorkam. Ja, zum Beispiel. Genau. In Mario Kart Zack. Auch. In der Wii U-Version, glaube ich jetzt. Ja. Na gut, es ging Zack. Ja schnell. Ja. Der Grunde wird die Parts dann in 13, 14 Minuten cutten, dann passt das Ganze. Wenn bei 4 Parts, ach, ich sag mal, wir haben jetzt noch 5 Minuten übrig. Besuche das Nebellabyrinth, da waren wir ja schon drin. Mittlerweile kennen wir das Level. Ah ja, dann mal noch das ja, eine. Das eine, das geht ja jetzt noch. Ich meine, 5 Minuten haben wir ja noch. Bis ich ja, man muss ja nicht, also. Wie, man muss den nie immer ganz machen. Man macht sowieso so nie immer genau 15 Minuten Part. Ja, ich weiß. Aber das eine kannst du jetzt ja. Ist halt vom Vorteil, wenn wir da halt auch ein bisschen drüber sind. Ja, das stimmt. Aber ich muss ja auch fit sein, ne? Ich glaube, man hat jetzt auch in diesen 4 Parts gemerkt, dass ich nicht so fit bin wie bei den ersten 8. Ich denke, wir werden morgen einfach Mario als erstes machen. Ja, da kannst du dann vorerst weiter über deine Spaghetti träumen. So. Schon 2. Hast du viel Leben verloren. Ja. Nur beim Runterdüsen. Ja. Wo musste ich jetzt lang dafür? Hier lang. Ich glaube, die Tür da oben war das. Entweder das oder das war die andere Tür. Und dann hast du schon wieder ein Sternchen. Ja. Das geht ja zu schnell, wenn man denkt, wie lange man bei Mario 64 für einen Stern braucht. Das ist schon ein echt großer Unterschied. Aber man muss halt bedenken, wann die Spiele erschienen sind. Welcher technischer Stand damals herrschte. Und ich kenne die ganzen Sachen ja hier teilweise auch noch. Zum Beispiel, dass der Schalter da bei Nessie unter Wasser ist, das weiß man. Wenn man das nicht weiß, dann wird man sich wahrscheinlich erstmal einen absuchen.
Ja, stimmt. Das stimmt. Das ist die Frage. Wie schnell ist man in Mario 64, wenn man weiß, wo man die Sterne herbekommt? Ich glaube, man braucht trotzdem länger. Ich frage mich jetzt gerade, ob das auch der richtige Stern ist. Das werden wir gleich sehen. Ich weiß nicht, jetzt vom Namen her würde ich eigentlich fast sagen, nein. Also von dem Levelnamen her. Aber Levelname und Stern, das passt ja meistens auch nicht so hundertprozentig. Ich meine, eigentlich haben wir das Labyrinth ja durchsucht. Wir sind einmal quer durchgerannt. Du wirst die Antwort finden. Aber es gab ja noch einen zweiten Stern da unten, das muss ich sagen. Noch mehr Sterne. Es war der falsche, es war der Notausgang. Suche im Nebel den Notausgang. Alles klar. War es schon der letzte von dem Level, von der Stage? Glaub schon. Ich weiß, ja, ne? Obwohl, wie viel ist denn da jetzt noch übrig? Hast du kurz gefragt. Wenn jetzt genau. Ein weiß ich hundertprozentig, wo der ist, den anderen müsste ich noch ein bisschen suchen, aber ja, doch, ich glaube, den Kurs machen wir noch komplett zu Ende. Das schaffen wir. Ja, mach, hau rein. Das sollte kein Problem mehr sein. Den einen, da weiß ich hundertprozentig, wo der ist, und den anderen, wir hatten ja da schon mal eine Lücke in der Wand gefunden. Er kann jetzt eigentlich noch da sein. Die Lücke musst du noch wieder finden. Das geht hier ruckzuck jetzt. Schlag auf Schlag. Die Wand meinst du? Mhm. Ich weiß, welche du meinst. Interessant. Da meinst du, ist der Stern drin? Tja. Da, gib mal wieder Münzen. Danke. Freundlich der Herr. Da lang. Das war jetzt aber nicht die Nische, das war eine andere. Das war jetzt so schon. Obwohl. Warum kompliziert man, wenn man es auch einfach machen kann? Würde ich gerade sagen, obwohl was? Und dann. Okay. Ja. Erstmal unverwundbar sein. Ja. Da macht das Gas einmal auch nichts mehr aus. Das ist nur noch das Praktische. Hier waren wir ja schon. Das stimmt. Und das ist der Aufzug zum Stern. Das ist der Sternaufzug. Sieht zwar nicht so aus, ist es aber. Zack. Das war der schöne Stern, der bei uns beim Fahrstuhl zur Nessie-Runde immer angelächelt hat. So ein bisschen. So. Jetzt hab ich 50 Power-Sterne. Nice, schöne Zahl. Ja. So. Achte auf rollende Felsen. Wo ist der Stern? Wahrscheinlich irgendwo dort. Wo die rollenden Felsen sind. Ja, aber wo ist da der Stern? Wir waren da jetzt schon so oft. Wo ist da jetzt der Stern? Direkt da. Direkt am Ende. Direkt am Ende. Direkt oben, wo die Felsen sind, sage ich, ist der Stern. Au. So. Meinst du direkt da oben? Ist fast. Ja, da. Hätte ich ihn jetzt irgendwo erwartet. Fast richtig. Na? Ach du Schande, stimmt ja. Woher soll man das wissen? Aber gut, man würde wahrscheinlich irgendwie die Gegend da abklappern, weil das sind ja die rollenden Felsen. Da drüben ist er. Ja. Meisten, das ging ja doch schnell, haben wir doch nochmal die ganze Meisten Welt würden wahrscheinlich tatsächlich irgendwo beim schwarzen Loch dann suchen. Meinst du? Also ich hätte jetzt auch alles dort in der Nähe des Stellens. Ja, da wo die Felsen hinrollen, würde man dann wahrscheinlich suchen, oder? Ja, ich würde aber auch die Stelle abklappern, wo sie runterrollen. Also da halt in deiner Nische, wo die Münzen sind, da wird man wahrscheinlich auch eher noch danach suchen.
Ich glaube schon, dass Leute da oben rumgurgeln und rumspringen und gucken, dass das irgendwo da oben ist. Stimmt. Wo die Felsen herkommen. Weil wenn man dann irgendwann die Spielmechanik kennt in späteren Levels, da kommt man dann da hin und wenn man dann das sucht, da findet man das bestimmt. Ja, glaube ich auch. Ja. Na gut. Vier weitere Parts, die sind wichtig. Ja, morgen vielleicht mal 6 oder 8. Der Hase. Kein Nickel ist wieder da. Ja. Wollen wir den nehmen wir uns aber für morgen auf. Nein, den nehmen wir uns jetzt. Ja, aber ich wollte gerade fragen, ob wir den das nächste Mal für uns vorknöpfen. Ja, auf jeden Fall. Die nächste Hase steht auf der Liste. Ja. Und bis dann habe ich noch mehr Informationen. Vielleicht ist die Pose wieder am Start, etc. Ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Aber ich spiele ja nicht so gut. Von den Zahlen her ist als nächstes da hinten die Lava-Welt dran. Na ja, dann. Wenn wir wahrscheinlich dann die machen. Da gibt es dann gebratenen Hasen. Alles klar. Ja. Hängt am Spieß, Leute. Wisst ihr Bescheid? Ja. Gejagt wird er, gebraten wird er, gegessen wird er nicht. Jo. Das machen wir nicht. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Und bye bye. Tschüss.